Oh, hier kommt, sind ganz viele Fahrzeuge auf der Karte. Ich fahre hier noch um die Ecke rum und dann halten wir an, ne? Hier ist schon ein Angriff im Gang. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komm mit. Komm wieder rein. So. Ich bin... Scheiße. Ich bin gesehen. Ach, da oben! Die Hacienda wird schon angegriffen. Ich gehe die Treppe hoch. Wir müssen eine Etage höher, ne? Ja. Hier. LOL! Alter, ich muss echt mal kurz nachgucken, weil ich noch was mein Schwierigkeitsgrad ist, weil ein One. Bist du hinter mir? Ja, ich bin. Ja. Oh, Scheiße, das war knapp. Getroffen, dann war ich tot. Ja, ich kann hier mehrere Treffer einstecken. Das macht die Maske. Ich hab doch die Predator-Maske auf. Vielen Dank. Also bei mir ist es tick, tick, tot. Ah, das ist natürlich doof. Hier auf dem Hof sind sehr viele. Aber ist unten. Ich hab wieder einen. Genau, das ist gut. Von zwei Seiten. Hier. Nee, ich muss mal gucken. Ist das lachhaft? Ich sterb einfach nur. Schon wieder? Oh. Auch, ja, ich sterb nur. Ich krieg zwei Schüsse ab und ich bin tot. Sind da welche drin bei dir? Ja. Ja, guck mal nach. Das ist ja irgendwo komisch. Ich habe nichts verändert an den Einstellungen. Ja, geh mal auf Schwierigkeitsgrad. Also Escape und dann Schwierigkeitsgrad, wenn du in Deckung bist. Ja, warte. Normal. Ja, bei mir ist extrem. Ja, na nee, gut, da musst du dich über nichts wundern, ne? Ja, aber wieso? Ich kann das doch nicht umstellen. Bei mir ist normal eingestellt. Wenn ich auf normal klicke... Warte mal, ich mach mal... Grad ist ihren aktuelle Stufe nicht erlaubt. Oh, scheiße, ich werd beschossen! Wenn ich versuche runterzugehen, steht da, der ausgewählte Schwierigkeitsgrad ist für ihre Stufe nicht erlaubt. Ach so? Weil du schon einmal durchgespielt hast, weil du mit deinem festen Charakter spielst. Mit deinem. Das nicht kontern. Alles hat behindert. Ich habe jetzt extra Arcade ausgewählt, um zu sehen, ob das bei dir was ändert. Nö, ich bin auf. Fortgeschritten. Ja, vorher schon. Ach, das ist ja. Sehr kacke. Ja, ich ja, lass uns das jetzt. Als du. Ja, ja, lass uns das jetzt durchziehen. Ach, hier ist. Escóndete, Valeria! Komm keinen Schritt näher! Cuídenla! Valeria! Steig in den Helikopter! Mama! No! Du willst mich töten, Pendejo? Hier bin ich. Aber keins von euch Arschlöcher vergreift sich an meiner Tochter! Wir tun ihnen beiden nichts. Wir wollen Suenio. Wenn sie uns helfen, beschützen wir sie. Jodete! Als ob ich euch vertraue! Sie haben keine Wahl. Wie wollen sie allein in der Wildnis überleben? Sie kennen Suenio am besten. Er die, gibt erst Ruhe, die Kleine kommt Kopf alleine mit, ne? Wir sind ihre einzige Chance. Aber ich verrate El Sueño nicht. Werden wir du? Sehen. Nehmen wir ja. Einen Helikopter. Ja, kommt so. Gut, ich bin am Geschütz. Ihr Tippen macht mich doch bei der ersten Gelegenheit. Nee, steht. Darf ich nicht. Leichter Spin. Naja, dann ist es so. Unser Leben war gut. Ist sie nicht mitgekommen? Ja, doch. Aber ich meine, ich kann nicht Schwierigkeitsgrad leichter stellen. Ach so. Ich bin zwei Schwierigkeitsgrade über dir. Also wundere dich nicht, warum ich öfter sterbe. Nee, ist ja gut. Dann machen wir das bei mir einfacher, dass ich ein bisschen mehr ab kann. Dann kann ich dich besser heilen. So eine Zweckeinstellung. Mach ihn auch nicht. Mega. Sei ruhig. Halt den Mund. Du magst den Chefe nicht, weil er dir und deiner Mama wehtun wollte. Nein. Ich mag ihn nicht, weil er keine Haare hat. Haare zu haben ist doch nicht so schlimm. Ist ja nicht seine Schuld. Sprich nicht mit dir. Kann ich die Kleine irgendwie schützen? Nein.
begleiten. Ich will sie ja nicht in Dings nehmen, aber... Ah, sie kommt mit. Die kommt von alleine mit. Ja, sie kommt mit. Holen wir noch schnell Ausrüstung. Und dann gehen wir rein. Okay. Ich sage gar nichts. Gut, müssen Sie auch nicht. Aber hören Sie zu. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Okay. Von Leo Lausemaus? Es war einmal eine hübsche Prinzessin mit dem Namen Nidia. Eines Tages traf die Prinzessin einen sehr mächtigen König namens El Sueño. Sie liebte El Sueño. Er war wie ein Vater, den sie nie hatte. Und alles, was sie je wollte, war ihn stolz zu machen. Nidia hatte solche Angst, Sueño zu enttäuschen, dass sie für ihn ihre große Liebe opferte. Den Vater ihres Kindes. Alles dafür, nur dass Sueño sie liebte. Aber das war nicht genug. Es war nie genug. Sie wissen gar nichts. Eins weiß ich. Ich weiß, wenn ich das unterzeichne, werden Sie an die Vereinigten Staaten ausgeliefert und Ihre Kleine sehen Sie nie wieder. Sie kommt in ein Waisenhaus und in 5 Jahren weiß sie nicht mal mehr, wer sie sind. Sie und ich, wir wissen beide, wie das läuft, Nidia. Wir beide kennen sowas. Den ganzen abgefuckten Scheiß, der in Pflegefamilien abgeht. Soll Valeria auch durchleben, was Sie durchlebt haben? Wer soll leiden? Valeria oder Svenio? Ich will ein S-Visum. Zeugenschutzprogramm für Sie und mich. Und ich verlange volle Immunität. Trato. Wenn Sie mir Svenio geben, gebe ich Ihnen ewiges Leben. Ewiges Leben. Die macht ja Versprechungen, wa? Muss sein, ne? Jo. So, das, was jetzt bei steht bei mir, Schmuckel, Treibstoff, Fertigkeitspunkte und so weiter. Und das hatte ich bei der Flucht auch vor mir. So eine gefangen genommen, Schönheitskönigin. Na gut, jetzt musst du irgendeine Sicherheitsmission auswählen, ne? Und das heißt? Eine Sicherheitsmission auswählen, was du richtig gesagt hast. Die heißt richtig Sicherheitsmission? Ist das wieder so eine gelbe, nee, oder? Nein, ach, damit, das ist echt nicht das erste Mal, dass du das spielst. Unter den Bossen. Und wenn du im Kartell guckst, dann haben wir jetzt den Schmuggel fertig und jetzt musst du Sicherheit weiter. Dann musst du das doch sagen, dass du das meinst. Ich bin auf der Map und suche eine Mission. Ja. Sag doch einfach, unter den Bossen musst du jetzt eine Sicherheitsmission auswählen. Ja, kein Tutorial. Doch, bist du. Wer ist denn das hier? Der Ricky Sandoval. Wo haben wir den denn? Das ist Okoro. Wo ist denn der? Der ist hier gar nicht zu sehen. Einfluss, Produktion. Einfluss. Bin gleich wieder da. Ja. Kann das sein? Sicherheit? Die haben wir aber alle schon. Aber mehr sind ja nicht. Das ist die... Ach, hier geht ja die Map noch weiter. Aber hier haben wir ja noch nichts. El Suinos Vorschlag. La Plaga. Bei La Plaga ist noch was übrig. Und wo sitzt der? Einsätze 1 von 1. Hier. Mhm. Aber hier haben wir ja nichts mehr. Das ist Produktion. Ja, da geht der Herr Kedos wieder weg. Malka. Das ist alles noch unbekannt.
Der ist verstorben. Den El Muro brauchen wir. Wo finde ich El Muro? Warte, da waren die beiden Dicken mit drin. Das sieht schon gut aus. Wo soll der sein? Da oben. El Muro hat sich gegen El Sueño gestellt und das Kartell will ihn tot sehen. Bringen Sie ihn her, bevor er verschwindet. Mhm. Drücke ich mal mittlere Maustaste. Wieder. El Muro. Da oben, da ist auch eine Krone. Da müssen wir hin. Wo ist denn die jetzt? Wo ist jetzt die Krone hin? Da oben. Jetzt habe ich... Da habe ich doch schon markiert gehabt, schon lange. Ach, dieses Kind. In 10 Kilometer ist der. Oh, immer eine Schnellreise. Oh, wenn dieses Geschiete... Wo können wir denn hinreisen? Da soll ich hinreisen? Mhm. Ich reise im Kofferraum. Von deinem nicht vorhandenen Auto. Ich muss mal rülpsen. Das war Herr Kedos. Oha. Du hast mal gerülpst. Das war ich nicht, das warst doch du. Gerade am Essen. Da kann man trotzdem bei rülpsen. Ach so. War ja klar. Was überlege ich überhaupt? Go, go, go! Für 800 Meter! Oh, das sieht aus, als ob das ein großer Stützpunkt ist. Aha. Ja, das war jetzt schön. Hast du was Spezielles vor? Der ist da drinnen. Ist er das? Hey. No. El Muro haut ab. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole, wir brauchen ihn lebend. Wo bist du denn jetzt hin? Hey, ich bin auch genau neben dir. Ach, da bist du hin. Der steigt ins Auto. Steigst du auch ins Auto? Nee, er rennt wieder weg. Oh, was tust du denn? Na, hier ist unser El Muro. Du musst den greifen. Wieso stehst du da? Ja, warum machst du das nicht? Du rennst die ganze Zeit um. Weil ich am Boden liege, du Mongo. Nein, du Mongo, du bist vor an ihm rumgelaufen. Oh. Ja, ich wusste auch gar nicht, ich habe mich gar nicht schon gewundert, warum du ihn nicht nimmst. Ja, weil ich ihn nicht nehmen konnte, weil er ins Auto eingestiegen ist. Ja, dann stell ihn nicht so an, mach ein bisschen schneller. Steig ein. Steig, bist du drin? Ja, fahr. Diese Jugend. Diese Jugend? Diese inkompetente alte Garde. Ja. Wenn denn impotent. Oh. Das Auto ist scheiße. Impotenz hat nichts mit Fahrerei zu tun. Ja, der fährt ja nicht um eine Kurve hier. Warum bist du nicht oben drauf? Ja, ich kann auch so machen. Ey. Ich kann sie mal aus, weil irgendwie, weil sie nicht versucht. Ja, du sagst das so einfach. Bin froh, dass ich hier auf der Straße bleibe. Entscheide dich, Junge! In rein und suchen den Armin schon ein. Entschuldigung. Das ist die Chance.
Ja, ich muss aber erstmal rankommen, wenn er um die Kurve fährt. Das Ding fährt sich sehr schwer um die Kurve. Ich muss dann immer abbremsen, wenn ich rum will. Guck mal, ich mache nur ganz kleine Tipperchen. Der schaukelt sich richtig auf. Fehlkonstruktion, kommt bestimmt aus den Staaten. Ja, so wird das ja nicht. Das ist ein anderes Auto, ne? Nicht unbedingt hier anhalten. Nee, will ich auch nicht. Guck mal, komm auch gar nicht ran. So schön. Steig doch einfach aus, Jung! Da ist er. What the fuck? Oh, endlich! Arschloch, darf ich ihn hauen? Hast du ihn getötet? Vielleicht habe ich... Ja, dieselbe Kompetenz! Vielleicht habe ich aus Versehen E, aus Versehen F gedrückt und F ist Niederschlagen und E ist Greifen. Vielleicht? Ja, das ja, F ist ja vielleicht. Auch fast in der Nähe, das ist ja nur noch ein bisschen schräg drunter. Oh, ich habe mich echt gewundert, warum du da immer mit ihm rumläufst. Ja, gar nichts. Ich habe versucht, ihn zu fassen. Was ja, du sagst mir ja sowas nicht. Dann gehe ich davon aus, dass das so sein muss. Ich verlasse mich blind auf dich. Wieso denn das? Was doch dann, wenn du das Spiel alleine spielen müsstest, würdest du auch nicht neben ihm stehen und warten, dass Nein. er Wo bist du jetzt eigentlich? Ja, im Ladebildschirm. Wo soll ich sein? Ach so, ich auf bin... Mallorca bin ich nicht. Ja, das wäre schön, ne? Nee, ich finde Mallorca ganz schrecklich. Echt? Das ist so Massentourismus, ja. Das geht gar nicht. Du bist hier bei mir zwar auf der Karte, aber ich sehe dich physisch nicht. Ja, weil ich immer noch am Ladebildschirm bin. Warum? Was ist bei dir los? Hier ist ein Kaktus, da kann ich die Blüten ernten. So. Ah, da ist er. Hier sind Mopeds. Ja, scheiße, passt. Hier ist ein Auto. Anschnallen, Leute. Ja. Ein SUV, aha. Ja, das muss so. Oh, das muss auch so. Bestimmt. Ja, das Licht am Auto, das kann doch nichts, ich kann doch nichts dafür, wenn das einen Wendekreis von 30 Tonner hat hier. Alle Autos haben das hinten bei dir. Ja, ich habe Kurve gedrückt, aber der fuhr einfach nicht. Aber ich kann auch sein, dass wir geflogen sind da gerade. Alle sind schuld, außer ich bin perfekt. Ja, du bist perfekt. So. Hä? Ach, das ist ein Zug oder was? Tatsächlich. Ich will ja keinen Zivilisten töten. El Muros und Unidad-Kumpel und Santa Blanca beschießen sich. Na schön, wir gehen rein und suchen El Muro. El Muro haut ab. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Direkt, wiederhole. Ja, wir brauchen ihn lebend. So einzuparken, dass wir mit dem Auto getötet. Was springt da unter das Auto? Ich wollte das Auto blockieren. Kann doch nichts dafür, wenn er davor runterhüpft. Das ist ja wie bei, wie hieß denn das Spiel? Wie bei Mafia 3. Da sind die auch immer ins Auto gehüpft. Wie viel, guck mal bitte auf die Karte, wie viel ich kann nicht. Sicherheitsleute da noch sind. Ich kann auch nicht gucken, ich bin im Ladebildschirm. Ich bin auch im Ladebildschirm. So, Karte. Wenn wir El Muro haben, dann müssten wir mindestens 4 haben, richtig? Nee, El Muro ist der letzte. Genau, und sonst sind alle rot in Sicherheit? Ja. Okay. Dann müssen wir nur noch El Muro und dann können wir schon El Spanio machen. Theoretisch. Mhm. Ich bin da. Du auch? Auf weiterspielen? Na gut. Wir müssen nicht, wenn du jetzt nicht willst.
Das reicht für einen Versuch. Ah ja, gut. Einen Versuch machen wir noch. Ja, fahr du mal. Ich fahre. Aber ich mach das Radio aus. Ja, mach das. Ich habe Radio generell ausgeschaltet bei mir jetzt. Nee, das ist bei Sicherheit der letzte. Ja, dann haben wir nur noch die beiden. Und dann könnte man noch Produktion und so machen. Und Einfluss könnte man noch machen. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, die Bemerkung mit Autofahren immer, ne, ja. Die passiert dir genauso. Man, könnte man noch machen, optional. Ja. Das liegt daran, weil ich mit der rechten Hand gerade noch neben meinem Handy rumstehe. Ja. Ich leg das jetzt weg. Okay. Also dann könnte man optional noch die anderen beiden machen, aber muss man nicht unbedingt. Also wie gesagt, ich kenne das alles schon. Und mich ja, schaffen wir das denn wegen unserer Ausrüstung oder von der Ausrüstung her? Ja, schaffen wir. Ja. Okay. Ihr habt's alle gehört. Ja, fahr da durch. Ja, bin dabei. Ach, der Zaun geht kaputt. Der ist gar nicht so hart. Den habe ich umgefahren. El Muro will abhauen. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole, wir brauchen ihn lebend. Nein, ich bin tot. Ich muss E drücken, greifen. Ich hab ihn! Okay, dann mach ihn wie sicherstellen im Auto. Ich kann ihn nicht verstauen. Warte. Hier! Verstauen? Wo bist du? Dann kannst du mich ja versuchen wieder zu beleben. Ich liege genau neben dir. Ich heile. Willst du schießen und ich fahre oder ja. Andersrum? Ja. Na dann schießt du. Ja, warte. Ich bin drauf. Kann losgehen. Versorgungsheli des Kartells. Kapern wir ihn und lassen die Ladung den Rebellen zukommen. Na, willst du denn noch die DLC spielen? Die beiden? Die ich noch beide auch noch nicht kenne? Ja, natürlich! Ja? Okay. Natürlich. Deswegen habe ich mich darauf eingelassen, dass wir hier verkürzen. Okay.